So, hallo, ich bin also heute beim Blumengeist am alten Bahnhof in Schonungen und hier werden fleißig Kränze gebunden. Wen habe ich denn jetzt vor dem Mikrofon? Tanja Mehn. Was machen Sie da gerade? Ich binde einen Adventskranz mit verschiedenen Grün, einseitig gebunden, für auf den Teller, auf den Tisch zu stellen, für die Adventszeit. Wie lange brauchen Sie denn für so einen Kranz? Was ist denn das für Zeitaufwand? Ja, es ist schon ein bisschen Zeitaufwand, bis man das Grün geschnitten hat und sich alles vorbereitet hat. Und dann, er darf nicht lang dauern, es muss schon schnell gehen. Gibt es da mehrere Varianten oder gibt es nur eine Variante, die herkömmliche alte Variante? Oder gibt es auch irgendwelche Abweichungen davon? Verschiedenes Grün. Ist klar, es wird maschinell, gibt es auch. Kann man auch binden, ne? Aber da sind sie halt nicht so schön. Das ist halt handgemacht, ist handgemacht. Ja, und vor allen Dingen zählt wahrscheinlich auch die Verzierung oben drauf, wie man die Kerzen stellt oder so. Genau, der Schmuck dann, was noch drauf kommt, ja. Und da habe ich jetzt einen Chef vom Mikrofon. Was ist denn bei Ihrer Gärtnerei oder bei diesem Tannenwedel? Ich habe schon gehört, gell, die habt ihr selber angebaut oder was? Also zum Teil kultivieren wir die Nordmanntanne, diesen beliebten Weihnachtsbaum selbst. Das ist diese schöne dunkelgrüne Sorte und die ist dann absolut frisch, weil wir sie frisch schneiden und frisch verbunden zum Adventskranz. Dann haben wir viele verschiedene Sorten mit der Nobelistanne, die wir zwar nicht selbst kultivieren, aber am haltbarsten ist von allen Sorten. Ist das denn besonders wichtig? Müssen die ganz frisch sein, diese Äste? Selbstverständlich. Die Kunden wollen doch frische Kränze haben. Sie wollen es ja auch sicherlich haben, dass der Adventskranz auch bis zum Ende des Advents anhält und nicht abfällt oder abbrennt am Ende. Jetzt hier als Fachmann mal Frage, was kann man denn machen, dass der Kranz sich besonders lang hält, dass nicht schon am dritten Advent alle Tannennadel im Teller liegen oder so? Na, das ist ganz einfach, im Fachgeschäft einkaufen, wo die Kränze frisch gebunden werden, dann halten die auch. Aber so ein Geheimtrick irgendwo bestäuben oder so, gibt's nichts? Nein, braucht man nicht. Wenn die Kränze frisch sind, braucht man das nicht, dann halten die auch. So, jetzt sehen wir schon, die Kollegin tut also schon fleißig binden. Nebendran haben Sie ja gleich einen Kaffee, habe ich gesehen. Da kann man ja erst den Kranz einkaufen und dann mal einen Kaffee trinken gehen. Ja, das wird auch sehr gerne genutzt. Seit 2012 hat meine Frau hier ein schönes Café Floral integriert. Hier kommen auch viele Frauen, die sich ihren Adventsschmuck kaufen und gleichzeitig sich treffen, um ihren Cappuccino, Espresso oder eine andere Kaffeespezialität zu genießen. Selbstgebackene Kuchen und Torten selbstverständlich. Alles hausgemacht, wie auch bei den Adventskränzen. Fest, stabil, der rundherum gefunden. Perfekt für eine schöne Arbeitszeit. Eine Stunde länger darf es nicht dauern, sonst wird es zu teuer. Arbeitszeit ist teuer. Und wie lange machen Sie das schon? Oh, ich habe den Beruf erlernt. Naja, das sind jetzt schon... ja, 30? 30 Jahre, ja. Na, nicht ganz 30. Jetzt ist schon fast fertig, gell? Ja. Jetzt wird der Anfang ein wenig hochgehoben. Und dann wird es drunter geschoben. Ja. Und dann wird es drüber geklappt. Dann sieht man das nichts mehr, den Anfang. Das sind jetzt verschiedene Wedel, gell, die damit eingearbeitet worden sind. Ja. Was sind da jetzt für verschiedene Wedel mit drin? Das sind Nobelistanne, wo nicht abfallen, und Seidenkiefer und so Zypressen, verschiedene.